Design-Team immer verdrahtet und versucht da halt zwischen den Designern und den Kunden die ganzen Freigaben zu erleichtern und zu organisieren. Und dann nutzen wir halt das Tool InVision. Ich weiß nicht, kennt jemand InVision? Ah, schon mal. Ah, ja. Kennt ihr ein anderes Prototyping-Tool? Okay, ja, die gleichen wie InVision kennen. Ist eine coole Sache, weil mit Designs oder irgendwas, was man visuell darstellen will, muss oder sich ansehen hat, wahrscheinlich haben ganz viele schon zu tun gehabt, auch wenn sie selber kein Designer sind oder Webdesigner oder wie auch immer. Genau, InVision kann eigentlich nur drei Funktionen, man kann Prototypen machen, man kann diese Freehand-Projekte machen und Boards. Also ein Prototyp, das schauen wir uns jetzt gleich an, ein paar Beispiele. Ein Prototyp kann alles Mögliche sein. Also zum Beispiel jetzt ein Website-Prototyp oder ein App-Prototyp, also natürlich was Digitales, aber irgendwas, was ich mal durchtesten möchte, was sich besser anfühlen soll, was ich mit jemandem teilen möchte, um auch irgendwie Feedback von anderen nochmal einzuholen. Genau, schauen wir uns das mal zuerst an. Und das ist im Endeffekt, das Coole ist, dass man diese Prototypen, man muss sich vorstellen, der Designer macht diesen Prototypen, man stellt den irgendwo. Also ihr sagt dem jetzt, hey, ich habe jetzt eine Kampagne, ich verkaufe jetzt ein ganz tolles neues Produkt, wir haben jetzt ein neues Bio, was ihr auf dem Markt bringt. Wir wollen dafür eine ganz coole Website haben und der Designer soll dafür jetzt eine coole Landingpage erstellen, so ein One-Pager, und macht das Ganze dann natürlich in seinem Design-Tool. Das ist vielleicht Photoshop, was ganz viele kennen, was gerade kommt, ist Sketch. Kennen die Designer vielleicht auch, ist doch ein bisschen cooler, finden jedenfalls unsere Designer. Und das ist halt eins von diesen Tools, wo das generelle Design gebaut wird. Und dann ist aber natürlich das Problem, meistens, man hat in klassischen Projekten, mache ich jetzt ein Design und dann der Designer exportiert das als PDF zum Beispiel und schickt es an mich, den Projektmanager. Dann schicke ich dieses PDF an den Kunden. Der Kunden hat Korrekturwünsche, referenziert irgendwie auf das PDF, sagt so, da unter dem einen Kasten, da, das muss, glaube ich, noch Abstand mehr. Das wird irgendwie schwierig und für mich im Projektmanagement ist es mega nervig. Das Coole ist, dass man mit InVision kann der Designer direkt, anstatt es eine PDF zu exportieren, kann er sein fertiges Design einfach per Knopfdruck sozusagen, also wie seht ihr es, an InVision senden. Das heißt, an dieses Prototyping-Tool, was eben online liegt. Das heißt, er macht jetzt hier Create a New Prototype, nennt den Calendar-App oder bei uns eben die Bier-Kampagnen-Seite oder wie auch immer, wählt einmal das Format aus, das ist jetzt Desktop, das ist eine App, und per Knopfdruck wird dann der Prototyp erstellt in InVision. Und jetzt kann er in InVision, kann er mich hinzufügen, kann es mit mir teilen als Projektmanager, und jetzt habe ich auch die Rechnung, kann es einen Kunden teilen. Und so liegt das alles an einem Ort. Also habe ich jetzt nicht diese blöde PDF, die ich jetzt per E-Mail senden muss oder irgendwie anders oder auf so ein Shared File System drauf machen muss. Genau, also das ist schon mal ganz cool und auch für den Designer auch einfach praktisch. Und das Schöne ist natürlich auch, so eine Design-Datei, eben wie gesagt, wir haben den ersten Entwurf, den schicke ich an Kunden, per PDF, per E-Mail, der sagt was, wir verstehen vielleicht irgendwie, was er meint, und dann passen wir das Ganze an und dann schicken wir ihm wieder eine E-Mail. Das heißt, der Designer ist wieder ein PDF drauf, ich schicke ihm die E-Mail, sage, hey, schau mal hier ein neues Design und sag mal, was du dazu denkst. Und das ist schon wieder nervig und kostet Zeit, deswegen kann jeder Designer einfach per Knopfdruck synchronisieren. Das heißt, er ändert was am bestehenden Design und er drückt einmal den Knopf und es ist direkt in InVision. Da muss man dazu sagen, das Problem hatte ich heute erst in dem Projekt, dass diese Synchronisation nicht immer funktioniert. Es gibt auch manchmal ein paar Kinderkrankheiten, aber prinzipiell ist das eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache. Und die erleichtert einfach gerade so Projekte, in denen man viele Abstimmungen hat oder wo viele Kleinigkeiten nochmal angepasst werden. Genau. Ja, und was auch eine ganz, ganz tolle Funktion ist, und das macht es auch für Kunden dann nochmal oder für diejenigen, die jetzt vielleicht gar nicht selber Designer sind oder Projektmanager, sondern einfach nur das fertige Produkt besser bewerten wollen, ob das wirklich das ist, was sie sich vorstellen, ist diese Verknüpfung ganz toll. Weil ich kann jetzt eben, gerade bei digitalen Sachen natürlich super, kann jetzt einzelne Elemente miteinander verknüpfen. Bedeutet, wenn ich jetzt einen normalen Screen habe und da ist ein Button drauf, kann ich beim PDF nichts machen. Da denke ich mir zwar, okay, Button, wahrscheinlich, wenn ich da klicke, passiert irgendwas. Aber eigentlich weiß ich es nicht. Mit so einem Prototypen, und das macht sie dann auch zum Prototypen, also erlebbar, kann ich eben Elemente verbinden und kann sagen, hier ist jetzt mein Sign-up, und dann verbinde ich diesen Button mit einem anderen Screen. Das heißt, wenn ich jetzt als Kunde mir diesen Prototypen anschaue und ich klicke jetzt auf diesen Button drauf, ist der auch echt klickbar. Und ich komme dann zum nächsten Screen. Das ist nichts Programmiertes, das sind einfach nur halt diese Screens, die aneinander gelegt sind und irgendwie verdrahtet. Das ist aber eine ganz tolle Sache und die kann eben der Designer direkt in Sketch zum Beispiel machen oder in Photoshop in seinem Design-Tool und kann diese Elemente miteinander verknüpfen. Das noch Tollere für mich als Projektmanagerin ist, weil ich kann ja kein Sketch und ich kann nicht designen und sowas, also das liegt mir alles nicht,
Aber wenn irgendwas fehlt, wenn ich merke, okay, nee, da hat er vergessen, einen Button zu verlinken oder so, habe ich auch die Möglichkeit, das direkt in den Vision zu machen. Das heißt, ich kann direkt in das Tool rein, brauche keine Designkenntnisse und ich lege mir dann einfach eine Fläche. Hier sieht man das in so einem Button, jetzt oben das selbst informieren. Markiere mir das und sage, okay, Link to und kann sagen, welchen Screen es verlinken soll. Das heißt, also ich habe auch selber als Projektmanager irgendwo ein bisschen mehr Handlungsfähigkeit. Genau. Und das ist wirklich eine super Sache, wir können uns gleich mal anschauen, jetzt an einem Beispiel, wie das eben dann wirklich funktionieren kann nach Praxis. Und wir verwenden das zum Beispiel gerne eben, um Prozesse darzustellen. Also klar, es gibt den Use Case Apps und da habe ich meine Buttons und klicke irgendwo drauf und Websites, aber auch Prozesse lassen sich ja so super visualisieren. Das ist jetzt ein Checkout-Prozess, also ein Prozess, wo ein Kunde ein Produkt kauft und am Schluss natürlich zum Warenkorb geleitet wird und dann seine Bestellung eben aufgibt. Und den haben wir hier jetzt eben in den Vision visualisiert. Und das ist die oberste Ebene. Da haben wir versucht, einfach mal darzustellen, okay, was gibt es denn da alles für Zwischenschritte. Und die sind eben klickbar. Das sieht man hier in dem Blauen. Das war auch ein Screenshot einfach so. Das ist alles blau geworden, was klickbar ist. Sieht man, das ist alles klickbar. Das heißt, jetzt habe ich hier einmal die Übersicht, was gibt es denn alles. Und dann kann ich mich aber genau reinklicken, wenn ich will, wie sieht jetzt der Warenkorb eigentlich aus. Und dann klicke ich da drauf und sehe den direkt. Und das ist natürlich super, jetzt wenn ich das irgendwie mein Abteilungsleiter zeige. Jemand, der jetzt vielleicht nicht so tief in dem ganzen Projekt drin ist wie ich, ist es einfach einfache Sachen dann oft zu verstehen. Wir können uns das mal anschauen, diesen Prototypen. Ich muss mich wahrscheinlich kurz anmelden oder es geht auch ohne. Was geht denn? Nein, ich brauche es nicht. Dann logge ich mich das kurz aus, Timo. Na toll. Hier, das wäre jetzt diese Sammlung eben an Screens, da liegen alle drin. Also hier oben habt ihr diese Übersicht, diesen Flow, wie wir den nennen, und da unten alle anderen Screens, die eben hier dann auch verlinkt sind in einzelnen Kacheln. Wenn wir jetzt mal hier reingehen, sehen wir eben das, was gerade in der Präsentation als Screenshot drin war. Das ist ein bisschen groß, deswegen lädt das auch manchmal ein bisschen lange. Das muss man auch bei Envision dazu sagen, wenn ihr sehr, 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 sehr große Screens habt, sehr lange Screens, dann braucht es manchmal wirklich, bis das geladen ist. Also da muss man sich dann auch überlegen, wie man solche Dateien splittet. So, genau. Und da habt ihr jetzt diesen Prozess. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel den Warenkorb. Wenn ich mir jetzt denke, ah, wie sieht denn der Warenkorb aus? Dann klicke ich hier drauf und sehe, ah, das ist der Warenkorb. Nur der Screen ist eben verlinkt. Und wenn ich mir jetzt denke, jetzt gebe ich das eben meinem Vorgesetzten. Vielleicht sage, hey, das ist mein Vorschlag für unseren perfekten Checkout-Prozess. Und der soll es natürlich gut verstehen können, einfach verstehen können, kann er jetzt hier einfach auf Weiterklicken, weil ich das verlinkt habe im nächsten Screen. Und kann so den ganzen Prozess durchlaufen, wie es sich wirklich dann auch auf der Website anfühlen würde, wenn es programmiert wäre. Und die entsprechenden Screens liegen eben dahinter. Und das ist eine ganz, ganz coole Sache, wo wir auch gemerkt haben mit den Kunden dann, dass sie das super gut annehmen, weil es einfach verständlich ist. Genau. Was auch eben super, super cool ist und vieles vereinfacht sind Kommentare. Also gerade, das sind, wie gesagt, wenn ich jetzt ein Design reinstelle, als Designer habe ich 1000 Leute, die mitreden wollen, jeder will irgendwas dazu sagen und hat seine Meinung und wie bündelt man das alles und wie bringe ich das mal als Projektmanager meinen Designer gesammelt rüber? Das geht mit diesen Kommentaren eben klasse. Das heißt, ich kann in dem Screen, kann ich irgendwo jetzt einen Kommentar setzen, genau an der Stelle, wo mir was auffällt und sagen, hey, hier ist der Abstand zu klein. Und nicht irgendwie unter der grauen Box links neben dem, also ja. Und ich kann solche Sachen machen. Ich kann andere Leute anklicken in den Kommentaren, kann jemanden zuweisen, kann zum Beispiel als Kunde dem Designer zuweisen, hey Doro, bitte ändere hier den Abstand von 5 auf 10 Pixel. Also das ist auch eine ganz praktische Sache. Ich kann da mal auch kurz reinschauen. Das wäre jetzt eben hier die Ansicht von so einem Screen. Das ist zum Beispiel ein Screen von uns, von unserer Akademie, den wir da erstellt haben, auch unsere Designer. Und das ist jetzt eben dieser Preview-Mode. Und hier unten gibt es dann diesen dieser Bildmode ist im Endeffekt das, was ich euch gerade gezeigt habe mit den Klickflächen, wo ich jetzt sagen kann, hey, jetzt informieren wird jetzt ein Button und verlinkt zu dem und dem Screen. Und es gibt eben hier auch diesen Kommentarmodus. Und da sieht man hier an diesen Böppeln, dass da die Kommentare schon drin sind.
Und da zum Beispiel der Michi, sich unser Designer, beim Austausch mit irgendjemandem wahrscheinlich selber Kommentare reingekriegt, was er ändern muss noch oder anpassen. Und da könnte ich jetzt auch einfach einbringen, so hey, irgendwas schreiben eben. Also, und so kann man einen guten Austausch haben, einen gesammelten Austausch, auch wirklich in der Datei, die dann bearbeitet werden soll und nicht in 5 E-Mails. Genau. Andere Sache, was vielleicht die Leute von der Technik, von der Umsetzung, die das Ganze Design nachher umsetzen müssen, irgendwie dieses wirklich funktioniert und wirklich klickbar ist, die finden das ganz toll, dieser Inspect-Mode. Das ist eben so eine andere Geschichte, gerade bei diesen ganzen Websites und so. Da möchte ich natürlich nicht nur wissen, möchte nicht nur sehen, wie es aussieht, sondern möchte auch wissen, wie sind die Abstände, was sind die Regeln dahinter und vielleicht ein bisschen Code drauf bekommen. Und das kriegt man eben auch hier durch diesen Inspect-Mode. Können wir uns gerade auch machen. Da haben wir es auch schon. Also wie gesagt, hier unten waren wir gerade im Kommentarmodus. Hier wäre jetzt der Inspect-Mode. Und da kann ich jetzt gucken, als Entwickler, der das jetzt umsetzt, möchte ich zum Beispiel wissen, okay, wie ist denn hier der Button? Wie muss denn der sich verhalten? Dann klicke ich das Element an und sehe hier rechts schon die Farbe. Ich sehe hier die Höhe, die Weite und halt so ein paar Informationen einfach, die ich da mein CSS dann einfließen lassen kann, was mir durchaus Arbeit abnimmt. Genau. Ich glaube, meine Zeit ist auch fast vorbei, aber ich habe es auch gleich. Andere Sache ist, die Freigaben noch ist praktisch, weil ich auch schön markieren kann, jeden einzelnen Screen innerhalb von so einem Prototypen eben, bist du jetzt eben in Progress, bist du in Hold oder bist du freigegeben und so hat auch jeder, der eben auf dieses Projekt schaut, Farben und Logos sehen, die wir verwenden, Patterns, wo wir auch Assets oder Sachen hinterlegen können, wie zum Beispiel hier Typografie, die Schriften, dass ich mir das jetzt auch direkt runterladen kann. Dann. Also das kann man auch wirklich in einer visuell schönen Art auch einfach da sammeln hier im Vision. Und mit diesen Boards kann man genauso gut eben, das haben wir zum Beispiel auch gemacht, die Anna, glaube ich, Einrichtung Büro oder ähnliche Sachen, kann man da gut Sachen sammeln. Also einfach wie so ein eigenes Pinterest, ohne dass es jemand sehen kann, weil man sehr gut aufbereiten kann. Bei uns liegt es dann oben drum, wie wir das Büro noch neu gestalten. Kann man dann auch direkt dann aus verschiedenen Katalogen, aus verschiedenen Online-Plattformen reinverlinken, dann alles, was von Ikea oder von anderen Möbelhändlern gefällt, da reinpacken und dann kann man es auch wieder teilen, kann da drin wieder kommentieren, ohne dass man dann irgendwie wieder einzelne Bilder rumschicken, die Runde gefällt euch das, gefällt euch das. Also auch für so einfach oder auch für den privaten Gebrauch ist es dann ein sehr schönes Tool, wie man das halt sehr übersichtlich darstellen kann. Genau. Also das sind die Boards und als drittes gibt es eben noch diese Freehands. Da können wir einmal kurz reinschauen. Ich persönlich habe es noch gar nicht benutzt. Ihr habt noch keinen Use Case jetzt dafür, aber für den einen oder anderen mag es cool sein. Ich habe das mal ausprobiert, vorher zum ersten Mal, wie gesagt. Und da kann man eben live dann eben auch mit mehreren Leuten scribbeln. Also eben gerade auch, wenn man eben nicht in einem Büro sitzt, sondern der Designer sitzt jetzt gerade remote irgendwo und ich bin vielleicht auch im Zug, kann ich jetzt sagen, hey, ich stelle mir das so vor, dass hier oben ist mein Hero-Image. Keine Ahnung, das muss jetzt wahrscheinlich hier auch nicht rein. Lalala. Ihr könnt aber auch das Textding nehmen und sagt, hier ist meine H1-Headline und darunter ist mein Forum mit dem Text. Und das kann ich halt nachher auch ganz schön. Ich habe es vorher ein bisschen mal probiert, also es ist sehr intuitiv und man kann coole Sachen machen, kann einzelne Linien auch, glaube ich, verschieben, was ganz gut ist, mein E zurechtrücken. Sieht ein bisschen aufgeräumter aus. Also das ist auch eine ganz praktische Sache, muss man mal probieren. Wie gesagt, das kann man mit anderen Leuten auch parallel machen, dass man wirklich dann sich eben über eine andere Art und Weise connectet, mehr telefoniert und wer das mal reinscribbelt. Genau, das ist eine andere Funktion von Vision. Vision ist kostenlos, also ihr könnt es einfach ausprobieren, ihr könnt euch da anmelden, ihr könnt mal selber was anlegen, irgendwas Bestehendes reinwerfen vielleicht, irgendwas, wo ihr euch intern austauschen wollt, irgendwas, was Design ist oder wo ich eine Datei rein kommentieren will. Dafür eignet sich's. Oder falls ihr mal mit anderen Leuten Montagsmaler spielen wollt. Auch gut. Genau, also sowas könnt ihr einfach machen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch, ich habe einen Free-Account. Ich habe noch nicht ganz durchgestiegen, wenn man einen Premium-Account braucht. Ich glaube, wenn ich selber dann Dateien hochlade, also sonst der Designer haben eins. Aber ich zum Beispiel zum Projektmanager kann auf unbegrenzt viele Dateien dazu haben, kann kommentieren, kann eigentlich alle Funktionen nutzen, wahrscheinlich ist auch ein Upload. Und es funktioniert. Also, und es ist ein bisschen von der Benutzung her, von der Navigation, wer es mal ausprobiert, ist manchmal ein bisschen intuitiv, finde ich, wie bei uns. Was komisch ist, weil es ein Tool für Designer und für User Experience Leute ist, von denen auch gemacht wurde.
Aber prinzipiell sind die Funktionen super und es ist sehr reduziert auf das, was man wirklich braucht. Also können wir nur empfehlen. Genau. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Potenzielle Anwendungsfälle. Wir sind einfach nur alle so gespannt und wollen jetzt endlich den Account erstellen. Die haben alle Hunger. Wer die Sachen noch nachlesen möchte, es gibt tatsächlich in der Digital Online-Ausgabe auch noch die Artikel von uns dazu. Wer das nochmal nachlesen möchte, da stehen noch ein paar Sachen mehr, wird auch nochmal erklärt, sind auch die Links dann drin zu den ganzen Sachen, also schaut es euch gerne an. Es sind dann auch noch ein paar andere Tooltips drin, die auch von uns kommen und das wollen wir jetzt einfach, wenn es für euch spannend ist, so wie NMFKA sind wir so ein bisschen machen, dass wir bei jedem NMFKA also ein Tooltip mit vorne wegschieben, einfach Sachen, mit denen wir gerne arbeiten. Und auch wenn von euch jemand ein cooles Tool kennt und sagt, hey, das würde ich auch mal gerne vorstellen, also ihr müsst auch keine Präsi vorbereiten, sondern einfach reingehen, durchs Tool klicken, ein bisschen erklären, was es kann. Da haben auch wir auch bei uns die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich sein kann. Also wenn ihr was machen wollt, wendet euch sehr gerne an den Timo. Der freut sich.